Hi Leute, willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey. Nächstes Spiel Pokal gegen Real Madrid. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ist das unser Vorbereitungsturnier? Hört sich sehr danach an. Moment mal, dürfen wir hier eigentlich bei den Vorbereitern den ersten hier auch noch kostenlos? Ne, der kostet einen. Okay, ich dachte eben schon. Wäre ganz schön gewesen, dass wir beide kostenlos nehmen können. Aber nein, ich bleibe erstmal beim Torjäger, denn wir sind ja zentraler Stürmer. Da brauchen wir nicht auf Vorbereiter gehen. Das heißt, wir gehen einfach mal weiter. Was kommt als nächstes? Starten wir jetzt ins Vorbereitungsturnier? Hört sich ja so an mit dem nächsten Spiel da unten. Was meinst du, Boss? Ein Titel wäre doch nicht schlecht auf dieser Tour, oder? Lass den Quatsch, Junge. Das musst du dir verdienen, Hunter. Haben wir doch schon. Wir müssen nur Real Madrid im Halbfinale schlagen und dann Galaxy oder Bayern München im Endspiel. Ja, kein Ding. Kinderleicht, oder? Trinkwasser? Willst du uns irgendwas sagen, mon ami? Lily glaubt wohl alles, was er in der Presse liest. Er meint auch, die Mondlandung wurde in einem Filmstudio gedreht. Wach endlich auf. Wenn ich mal eines Tages gehe, werdet ihr es von mir erfahren, nicht von der Presse. Gibt's schon einen Termin? Hm? Oh, das ist wohl die Vorbereitung auf unseren potenziellen Wechsel. Puh. Ja, Real Madrid gegen Manchester United in L.A. Auf geht's. Unser erstes richtiges Spiel. Wir spielen wieder mit dem Team, wie immer. Haben eine ganz vernünftige Mannschaft, aber Gallo und Bernard ziehen die ein bisschen runter, muss man natürlich sagen. Aber die gehören natürlich mit dazu. Ansonsten mit Bailly, Valencia, Matic, Mkhitaryan, Martial, Damian, Pogba und De Gea gut aufgestellt. Puh. Wir müssen insgesamt 10 Schüsse aufs Tor abgeben. Es wird interessant, ob wir das schaffen. Weil wir sollten theoretisch auf Weltklasse spielen und gegen Real Madrid könnte das echt Probleme geben. Ich weiß nicht, ob die mit ihrer Top-Besetzung antreten. Ist ja ein Vorbereitungsturnier. Kann sein, dass die noch nicht mit Top-Besetzung auftreten, aber sieht danach aus. Marcelo, Modric, Kroos, sehe ich da, Bale, sehe ich da, Benzema. Ramos steht natürlich als Kapitän ganz vorne. Da kommt Ronaldo, der Coverstar. Und unfassbar schlechte Auflösung. Nein, du bist mega eckig. Okay. That, right? You look good last season, kid. Danke. Have a good match. Ja, ich dir auch. Ah, Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Das war noch kein Ja. Herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zum Halbfinale im International Club Cup. Manchester United gegen Real Madrid. Besser, Buschi, kann man es sich in der Vorbereitung gar nicht wünschen. Nee, ist eine super Partie, die uns ins Haus steht. Zwei Top-Teams mit absoluten Weltklasse-Spielern. Beispielsweise ja auch Alex Hunter, der junge Mann, der in der letzten Saison immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich freue mich auf das Spiel. Ich mich auch. Auch wenn ich uns keine großen Chancen ausrechne. Mit 3,75 niedrigeren. Sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann es sich erlauben. Wir lassen hier mal die Animationen in den ersten Spielen durchlaufen. Den im Journey-Modus interessiert das ja schon sehr. Zumindest mich. Vielleicht euch ja auch. Das Tiki-Taka ist natürlich eine große Spezialität von Ihnen, Buschi. Und das wollen Sie auch heute wieder zeigen. Ja, da hat es kein Gegner leicht. Sie haben die Ballsicherheit, haben auch die Physis, um das wirklich konsequent durchzuziehen. Also volle Top-Besetzung bei Real. Na super. Als ob wir da in Weltklasse eine Chance gegen haben. Als ob ich mich da gegen Varane und Ramos durchsetzen kann, irgendwie mit unserer 75. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Und ich habe halt noch null Erfahrung also in FIFA 18. Die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein.
Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Ja, sieht sehr offensiv aus, in Anführungszeichen. Das ist eine mega defensive Aufstellung, Mann. Also die, zumindest ist nur einer vorne, die anderen sind ziemlich weit zurückgezogen, die Flügelspieler auch. In das StubHub Center. Ja, und wenn die LA Galaxy hier auflaufen, dann ist es eigentlich immer voll, ist absolut eins der schönsten Stadien der MLS. Man merkt einfach, dass dieses Stadion speziell für Fußballspiele entworfen wurde. Ja, das ist tatsächlich nicht bei allen Stadien in den USA so, denn da ist ja der Sport noch nicht so groß gewesen. Wird ja immer größer, der Fußball, auch in den USA. Bale jetzt über außen. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Bale mit dem Pass. Oh Gott. Aber vor ein, zwei Jahren sah das, wie gesagt, noch ganz anders aus. Szene geht weiter. Bale! Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Zum Glück, das wäre schon mal die erste gefährliche Aktion gewesen da. Pogba. Der hat uns schon mal schön einen vorgelegt im Trainingsspiel. Alex, stell dich gut auf, stell dich gut hin. Ach, ich wollte zu Alex spielen. Deswegen meine ich halt, dass man hier wahrscheinlich schon eine Schwierigkeit niedriger nehmen sollte, als man normalerweise spielt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich aktuell überhaupt in der Lage bin, gegen Weltklasse normal zu spielen in FIFA 18, weil ich es eben noch komplett neu bin. Valencia. Und dann mich auch noch auf einen expliziten Spieler konzentrieren zu müssen und den in Szene zu setzen und nicht einfach mit jedem draufziehen zu können. Also kann ich natürlich, aber es bringt uns dann gar nichts im Endeffekt. Casemiro. Das ist dann sehr problematisch. Also ich schaue mir jetzt mal hier die Vorbereitungsspieler an, aber wenn ich dann merke, nee, das wird nichts, dann würde ich vielleicht tatsächlich erstmal auf Profi runterstellen und gucken, dass wir ein bisschen reinkommen und dann eventuell später wieder auf Weltklasse hochzustellen. Alex. Alexander hat eine gute Debütsaison hinter sich. Oh ja, das war schon außergewöhnlich. Gleich in der ersten Saison der Titel in der Premier League. Aber das ist natürlich auch ein klasse Spieler. Klasse Zuspiel auf Bale. Ist er auch, ja. Benzema. Oh Gott, Bale. Nicht durchlassen, Leute. Nicht durchlassen. Ja, das sieht gut aus. Ich habe vor allem in der Defensive, wie gesagt, noch Probleme. Und da merkt man es auch. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball soll zu Benzema. Gefahr erstmal bei. Okay, jetzt Pogba ab den Konter einleiten. Paul Pogba. Schöner Ball in den Lauf, aber Marcelo ist schneller. Aber den holen wir uns noch. Ach komm, das war doch kein Foul, Mann. Das war kein Foul. Hunter, Pogba. Das macht er gut. Konnten wir leider nicht in Szene setzen. Jetzt Bale am Ball. Ich muss mich gerade echt extrem konzentrieren, weil ich das hier wirklich gewinnen will. Und jetzt aber ich eigentlich wenig Hoffnung habe, dass ich schaffen kann. Groß. 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 Oh Gott, kein aber zum Glück haben wir De Gea hinten drin. Jetzt die Ecke, vielleicht geht da was. Die kurze Variante. Zum Glück haben wir De Gea hinten drin, aber ihr seht schon, ich traue mich hier nicht drauf zu gehen wie in FIFA 17 noch. Weil ich das Defensivsystem noch nicht so wirklich verinnerlicht habe. Casemiro. Er schießt. Oh Gott, nächste Ecke. Können wir uns mal bitte irgendwie befreien hier hinten? Okay, das gibt es meinen vernünftigen Eckball. Groß mit der und da, es war saugefährlich. Was für ein Kopfball. War das ein Ding? Schade. Aber mit Ramos und Ronaldo da vorne als Kopfballstärke-Spieler war das auch nicht so einfach, den vernünftig zu verteidigen. Alexander. Ja, ach komm. Klasse Einsatz, aber kommt Spiel früher ab, ja wollte ich, aber es stand ja keiner bereit. Jetzt Marcelo. Sehr gut, Mkhitaryan, sehr gut. Mkhitaryan mit dem Ball. Versuchen wir mal das neue Flankensystem vernünftig zu testen, aber abgelockt. Das war jetzt doppelte Viereck-Taste. Normalerweise in den älteren FIFA wäre der Ball jetzt mittelhoch reingekommen, aber mit dem neuen Flankensystem kommt der bei doppelter Viereck-Taste sehr oft oder meistens sogar flach. Auch da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, Toni Groß. Wie und ob ich überhaupt noch mittelhohe Flanken schlagen kann. Und jetzt Toni Groß. Das war nämlich eigentlich geplant, eine hohe Flanke
Hätte den Ramos sicherlich im Kopfball locker gewonnen. Bislang ein tolles Halbfinale. Aber flach war jetzt auch nicht toll. Ich wollte halt eine Mittelhohe machen. Halbzeitlänge ist wohl nur sehr, sehr kurz eingestellt. Das hilft nicht, unsere 10 Torschüsse zusammen zu bekommen, denn unser komplettes Team hat bislang nicht eine einzige Offensivaktion gehabt. Ich soll im kompletten Vorbereitungsturnier nur mit Alexander 10 Torschüsse machen. Da muss ich ja auf Halbprofi runterstellen. Selbst auf Profi wäre das schwierig. Hunter. Schick ihn, schick ihn, schick ihn, schick ihn doch. Besser. Da verlieren Sie den Ball. Na was? Ja. Wenn wir direkt Druck machen auf die Verteidiger, dann also machen die oft Fehler. Schön in die Schnittstelle und da ist es. Also damit hätte ich niemals gerechnet, dass wir hier gegen Real in Führung gehen. Und dann auch noch durch Hunter, ausgerechnet durch ihn. Ich meine, gut, die Aufstellung ist ja auch so aufgestellt, dass wenn jemand Tore schießen kann, dann Hunter. Alle anderen sind ja völlig weit weg vom Tor, laut der Standardaufstellung schon. Das kommt natürlich dem auf Hunter zugeschnittenen Spiel sehr zugunsten, aber das macht für uns eben Probleme. Ach komm! Hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass Pogba den so gut durchlassen kann. Wollte ich nämlich tatsächlich schön durchlassen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, sonst hätte ich auch schneller reagiert und noch geschossen. Martial. Klasse Aktion, Ball ist weg. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Okay, gute Balleroberung, Jungs, aber hat das war schlecht. Diesen Pass, weg ist der Ball. Bale jetzt über außen. Benzema. Irgendwie verteidigen. Ronaldo da unten darf nicht an den Ball kommen, dann wird sofort gefährlich. Aber Bale eigentlich dürfte da gar keiner an den Ball kommen, weil Modric sind groß, Fernschüsse sollten auch nicht wirklich ohne Gefahr sein. Und Bale und Benzema ist jetzt auch niemand, dem man gerne den Ball in der gegnerischen Offensive überlässt. Bale spielt den Ball direkt. Carvajal kann den ruhig ein bisschen halten. Marcelo ist schon wieder ein bisschen kritischer. Aber geht auch noch klar. Besser als die anderen aufgezählten. So, jetzt ab nach vorne. Pogba. Nächste Konterchance. Hunter, lauf schön in die Mitte. Hunter, legen wir mal vor auf Martial. Das ist aktuell die 8,1. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. 72. Minute, wir führen nach wie vor. Wir haben nur einen einzigen Schuss gehabt. Nee, zwei Schüsse jetzt mit dem Martial-Schuss. Aber Hunter hat nur einen einzigen Schuss gehabt, aber der saß. War das Abseits? Jetzt Alexander. War kein Abseits. Haben wir aber eh nichts draus machen können. Ronaldo. Das erste Mal, dass der überhaupt wirklich in Aktion kommt im kompletten Spiel. Und zum Glück nicht gefährlich geworden. So, Hunter. Nicht so viel Platz, wie ich mir es gerne gewünscht habe. Aber mit einer 8-1 sind wir gut dabei, würde ich sagen. Bale. Fairer Einsatz hier. Oh oh. 80. Minute, wir führen weiterhin. Fängt diesen Ball ab. LA Galaxy wäre mir jetzt mittlerweile als Gegner schon fast lieber. Und Mkhitaryan. Der soll zu Hunter. Gegen Bayern könnten wir Probleme kriegen, die OP Bayern. Außer Demo hat man schon gesehen, dass die da angeblich eine bessere Gesamtwertung hatten als Real Madrid, was ich ein bisschen overpowered finde. Deswegen nenne ich sie in FIFA 18 ab jetzt OP Bayern. Modric. Wäre für mich kein schönes Finale, also zumindest kein leicht zu spielendes Finale. Schönes Finale wäre es definitiv. Wäre attraktiver als das LA-Finale, deswegen wird es wahrscheinlich auch kommen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. Aber ja. 2 Minuten sind's noch. Wenn wir gewinnen wollen, wäre LA natürlich angenehmer. Oh. Weg damit. Und Mkhitaryan. Und das war's. Wir gewinnen tatsächlich gegen Real Madrid. Das mit den 10 Torschüssen können wir uns zwar jetzt eigentlich abschmieren, aber das ist mir vollkommen egal. Wir haben gewonnen durch unser Tor. Und in dieser Form ist auch im Finale alles drin.
gegen Bayern oder LA Galaxy. Oh Gott. Sie haben es fast. Sie stehen im Finale und können sich jetzt den Pott holen. Jetzt gilt es, konzentriert weiterzuarbeiten und den letzten Schritt zu machen. Ah, sehr schön. Herausragende Aktion, beeindruckendes Tor, da hast du tief in die Trickkiste gegriffen, das haben wir schon mal gelesen. Du zeigst bei den Direktfesten, die du, das haben wir auch schon gelesen. Spieler des Tages ist Mkhitaryan, schade. Aber wir sind immer ein Zweitbester. Das geht auch klar. Gut gespielt. Hey, you really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Könnt ihr euch mich denn leisten? Oder du sollst für uns spielen? Das bedeutet mir sehr viel, würde ich tatsächlich sagen. Ach, ist eine Ehre, dass du das sagst. Ronaldo knows a good player when he sees one. Dass Ronaldo nach einer Niederlage sich so positioniert und so glücklich ist, kann ich mir auch schlicht vorstellen, aber okay. 92 Minuten gespielt, ein Tor geschossen, keine Vorlage, ist ja auch nur eins gefallen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Kriegen wir noch einen 1.900 Pfund Startelf-Bonus plus 550 Pfund Torschützen-Bonus. Einnahmen haben wir insgesamt eine ganze Menge und unser Transferwert ist auch wieder gestiegen. Die Follower steigen auch. Freut einen doch. Außerdem sind unsere Attribute weiter gestiegen. Auch darüber freut man sich doch gerne als Stürmer. Vor allem, dass die Schussstatistik steigt und wir nähern uns der 76 an. Also was wird als nächstes auf dem Plan stehen? Jetzt kommt direkt das Finale, da kriegen wir noch ein Training oder sowas. Ist das ein... Es sieht eher aus wie das Major League Soccer All-Star-Team und nicht wie das Finale, aber gut. Machen wir das. Heutiger Plan gegen den Torwartschusswinkel. Okay, heute ist tatsächlich Trainingstag. Unser erstes Training. Hoffen wir mal, das läuft gut. Denn wir wollen ja weiterhin unseren Startelf-Bonus halten und wir werden es wahrscheinlich auch hier wie in FIFA 17 machen, dass wir am Anfang die Trainings noch durchziehen und später dann simulieren. Alex, Tribute entwickeln sich durch deine Spielweise, deine Trainingsleistung. Im Training kannst du auch an bestimmten Attribute arbeiten. Sobald Alex' Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Haben wir bereits getan. Natürlich würde ich gerne die Beschleunigung, den Abschluss und die Schusskraft erhöhen, aber auch unsere Stärke okay, ist natürlich Jungs, nicht schlecht. An die Arbeit. Gegen den Torwart und Schusswinkel. Wie gesagt, die spielen wir natürlich. Und die drei Werte können erhöht werden. Stärke muss nicht unbedingt, wenn der Abschluss gut ist. Gegen den Torwart. Wir haben ja schöne angeschnittene Schüsse, haben wir ja neu freigeschaltet. Deswegen nutze ich die einfach mal. Oh Gott. Vielleicht hätte ich die nicht nutzen sollen. Ja, obwohl, geht eigentlich ganz gut klar. Gegen De Gea ist natürlich auch keine einfache Aufgabe hier im Torschussding. Aber wir haben schon die exzellente Wertung und haben noch 17 Sekunden Zeit. Das heißt, der A-Rang ist ja definitiv drin. Und gut, dass wir die angeschnittenen Schüsse freigeschaltet haben. Denn dadurch fällt das hier echt leichter. Sitzen jetzt nicht alle, natürlich. Dafür ist unser Abschlusswert noch zu schwach. Aber so läuft es hier schon echt gut. Wenn wir das so im echten Spiel auch immer hinkriegen, dann freut mich das. Können wir direkt fortsetzen und gucken uns das zweite Training an. Das ist Schusswinkel. Die Quere, die markierten Tore trifft, die getroffenen. Okay. Entweder einmal drücken für Schuss oder doppelt drücken für Flachschuss. Okay. War jetzt leider nicht dahin, wo ich wollte. Das war jetzt gar nicht dahin, wo ich wollte. Das war, naja, immerhin hat es noch eine Zielscheibe getroffen. Das läuft jetzt nicht so gut bislang. Aber wir haben auch eine Zeitbegrenzung. Das heißt, nicht eine Anzahl an Versuchen. Das heißt, wenn wir einfach oft genug schießen, könnte das was werden. Und wir sind tatsächlich nah dran am A-Rang. Das heißt, die maximale Erweiterung ist drin. Komm schon. Den jetzt noch verwandeln.
Nein, den jetzt noch verwandeln. Jawohl, das hat gerade noch so für den Aran gereicht. Ja, wunderbar, beides im ersten Versuch. Das war doch eine schöne erste Trainingseinheit. Sollte unsere Werte gleich mal wunderbar gesteigert haben. Waren aber auch die Bronze-Trainings, das heißt natürlich die leichtesten. Balance, Sprungkraft, Abschluss und... Okay, warum hat das jetzt die Sprungkraft erhöht, wenn wir einen Schusswinkel schießen? Na, was bin ich denn? Was hast du denn heute gefrühstückt? Das war überragend. Der Rest orientiert euch an Hunter. Das war's für heute. Hey, und ihr habt neue Sprüche eingesprochen. Mal gucken, ob es mehrere sind oder wie beim letzten Jahr einfach ab dem zweiten oder dritten Training sich einfach bei jedem Training exakt dieselben Sprüche immer und immer wieder kommen. Obwohl das Spiel weiß, dass es storybedingt einfach 500 Trainings gibt und es einfach immer wieder dieselben gibt. Aber okay. LA Galaxy tatsächlich. Kein Bayern München. Das ist für uns tatsächlich das bessere Spiel. Es ist das leichtere Spiel. Da ist der Titel drin. Einige von euch wissen das vielleicht nicht. Aber Galaxy gehört zu den Top-Teams in der MLS. Ja, doch, das sollte man wissen. Die kämpfen, die sind diszipliniert und die bestrafen jeden Fehler. Jungs, ihr habt Real richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Das ist ein richtig guter Start in die Saison. Heute will ich noch mehr Einsatz sehen. Noch mehr Intensität. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe keine Lust auf eine Silbermedaille. Komm schon! Vor allem, wenn man Real geschlagen hat, will man nicht gegen LA verlieren. Nichts gegen LA Galaxy, aber Real und Bayern sind eigentlich schon eine Nummer größer. Mal gucken, ob wir an unserer Leistung anknüpfen können. Bislang ja Topscorer in unserem Verein, sowohl im Trainingsspiel als auch in diesem Pokalwettbewerb. Auf geht's. Manchester United gegen LA Galaxy. Ready to learn about MLS, Big Shot? Zum Beispiel, ob du echt so langsam geworden bist, was denn? Ist doch bloß ein Freundschaftsspiel. Was soll ich denn lernen? Klar. Was zum Beispiel? You'll find out. Sehr sympathischer Zeitgenosse auf jeden Fall. Das Endspiel im International Club Cup steht heute auf dem Programm, liebe Zuschauer, und damit willkommen zu diesem Spiel. United gegen die Galaxy verspricht ein interessantes Spiel zu werden. Beide mit starken Leistungen im Halbfinale. Also wegen mir kann es heute so weitergehen. Wegen mir auch. Starten wir einfach direkt rein. Wenn wir uns die reinen Fußballstadien in den USA anschauen, Buschi, dann gehört das StubHub Center mit zu den größten. Ja, es ist natürlich immer noch ungewöhnlich, dass ein Stadion hier speziell für den Fußball gebaut wird. 27.000 passen rein und man merkt es immer wieder, was hier für eine Fußballbegeisterung herrscht im Großraum LA. Hier ist es eigentlich immer voll. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Sieht nach einer sehr ähnlichen Truppe aus wie beim letzten Mal. Jones. Vielleicht sogar die exakt gleiche. Ich habe mir jetzt hinten nicht gemerkt, ob da auch schon Herrera und Damian und so gespielt haben, aber ich denke fast. Gallo und Bernard sind auf jeden Fall wieder mit dabei. Pogba und Martial, die beiden wichtigsten für mein Spiel, sind auch mit dabei. Und Mkhitaryan, der letztspielige Man of the Match, ist ebenfalls wieder mit am Start. So, was machen Sie draus? Da ist die Flanke. Er ist da und kann den Ball hier klären. Nein, nicht gut, Herrera, gar nicht gut. Und das gibt Eckball. Die Ecke kommt rein. Schnell, Martial, den kriegst du. Und ab auf Pogba. Pogba und Pogba schön in unseren Lauf. Pogba mit dem super Zuspiel. Wir sind schneller als Joe Cole. Wichtiges Tackling hier. Aber leider war keiner mitgelaufen, mit dem ich hätte abspielen können. Giovanni am Ball. Nein, bitte nicht, 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 bitte nicht. Oh Gott. Ball draußen, gibt Ecke. Also wenn wir jetzt schon Real geschlagen haben, will ich jetzt auch gewinnen. Jetzt habe ich echt die Motivation. Gegen Real habe ich von vornherein gedacht, so, das wird eh nichts. Jones, das ist noch gefährlich. Aber jetzt habe ich so dieses innere Bedürfnis. Jetzt erst recht.
Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht zum Verhängnis wird. Was ich vorher eben so locker aufgespielt habe, im Sinne von, naja, kann eh nur schief gehen. Und jetzt will ich unbedingt gewinnen. Und vorher hat man halt gewonnen, jetzt kann es sein, dass es deswegen schief geht. Bernard. Der hat doch einen französischen Akzent, oder? Müsste der nicht eigentlich Bernard heißen? Jones. Sah das jetzt. Ja, aber ich habe genau dieselben Probleme in der Defensive gegen Real. Das macht aktuell überhaupt keinen Unterschied, ob ich hier gegen Real oder gegen LA Galaxy spiele. Philipp Bernard. Oh Gott, was war denn das, Martial? Boateng. Alessandrini. Das wäre leider gar nichts. War das jetzt? Nein, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Oh Gott, De Gea, danke. Pogba. Hunter, starte bitte schön durch. Okay, so startest du auf jeden Fall nicht, aber so können wir mit den anderen nach vorne. Mkhitaryan. Mkhitaryan mit dem Ball. Da sucht er Hunter mit dem Abspiel. Ja, hat er Hunter gesucht, aber Hunter ist da leider hingefallen. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Aber noch ist es nicht vorbei. Doch, jetzt ist es vorbei. Ah, ich will halt nur über Alex spielen. Ich will über keinen anderen Tor erschießen. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich die ganze Zeit andere Kommentatoren hinter mir labern höre, was eigentlich auch ganz gut ist, weil dann kann ich mich ab und zu mal konzentrieren und es ist nicht komisch, wenn ich mal nichts sage. Jones. Aber wenn man sich eh schon konzentrieren muss und dann was sagen will und zwischendurch quatschen noch andere Leute, dann ist es ein bisschen schwierig. Jones. Mkhitaryan, was? Jetzt könnte es gefährlich werden. Pogba. Da oben ist Hunter. Oh, und das war die Riesenchance und das ist fast das 1:0. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Gehen wir wieder mit dem 0:0 in die Halbzeit. Wir hätten es hier eigentlich schon machen müssen gerade, so schön wie Pogba uns den vorgelegt hat. Die Flanke. Entschlossen geklärt. Zur Pause alles ausgeglichen hier. Puh. Schwieriges Spiel auf jeden Fall. Schwieriges Spiel. Vor allem der Nachschuss hätte sitzen müssen. Da war das Tor komplett frei. So, wäre dann zwar nicht Hunters Tor gewesen, aber es wäre mir jetzt auch egal gewesen, gerade tatsächlich. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Weil ich jetzt doch unbedingt gewinnen will. Hereingabe. Jetzt gerade schenke ich meinen eigenen Worten tatsächlich Glauben, da wär Platz für den dass der Verein vor einzelnen Spielern steht. Immer noch diese Aktion jetzt. Das würde eigentlich bedeuten, dass man lieber Lukaku statt uns bringen sollte, weil der stärker ist. Das war schön gemacht. Aber leider nicht vernünftig umgesetzt. Giovanni am Ball. Ach komm schon, wir haben gegen Real gewonnen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, da ist Platz jetzt. Die Defensive steht. Dann schaffen wir LA auch. Philipp Bernard. Ja, da müssen sie aufpassen. Alex Hunter. Pogba, Pogba. Was war das denn? Da sollte der überhaupt nicht hin. Er sollte halt so zwischen den Verteidigern gespielt werden, dass Alex den im Lauf erlaufen kann und nicht direkt auf den Verteidiger drauf. Wir werden raus. Och nö. Ach nee, wir haben eine neue Anweisung bekommen. Ah. Wir wurden nicht ausgewechselt, wir haben einfach eine neue Anweisung bekommen. Wir müssen jetzt unsere Wertung auf 7,7 erhöhen und wir müssen eine Vorlage machen. Kommt jetzt die Flanke? Wenn wir das nicht erfüllen, werden wir wahrscheinlich ausgewechselt. Da kann er klären, gut aufgepasst. Wenn es also nicht so läuft, wie der Trainer will, dann werden wir nicht automatisch direkt ausgewechselt, wie noch in FIFA 17, sondern wir kriegen Anweisungen. Wenn wir die nicht erfüllen, dann geht's raus. Das Problem ist, dafür brauchen wir erstmal den Ball, bevor wir irgendwelche Anweisungen erfüllen können. Einwurf. Wie sollen wir denn als einziger Stürmer, als einziger laut Aufstellung, einziger vernünftiger Offensivmann eine Vorlage holen? Dann ab und zu klappt das. Wenn wir so im Konter sind, dann kommen relativ häufig auch Martial und Pogba sehr schön mit nach vorne, aber das klappt halt nicht immer. Giovanni dos Santos. Super Pass! Oh Gott! Gefährlich. Keine Probleme für De Gea hier. Relativ ungefährlich auch der Abschluss. Damian, Martial, Matic. Pogba jetzt.
Hier wurde auch Vorteil. Komm schon. Sehr gute Entscheidung. Er schlägt los. Nein, nein, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Oh Gott. Und das ist der ich krieg den Ball nicht mehr raus. Jetzt holt er sich den Ball. Pogba jetzt. Oh Mann, steht aber auch keiner bereit. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Gaio. Auswechslung droht. Was soll ich denn tun? Den Angriff blockt er ab, klasse. Ja, Auswechslung droht, schön, wir haben eine 7-1. Kannst mir nicht sagen, dass unser restliches Team schlechter ist. Ich hasse dieses Spiel. Was sollen wir denn tun? Komm schon. Kein Gegentor mehr kassieren. Alle Spieler orientieren sich nach hinten. Mal gucken, ob das gut geht. Toro Gaio. Wird's jetzt gefährlich? Anta! Ja, gibt Ecke. Mich nicht auswechseln, nicht auswechseln, nicht auswechseln. Oh, LA mit dem Wechsel. Komm schon. Ecke durch Mkhitaryan. Ball kam gut, aber erstmal ist ja, ich weiß, dass die Auswechslung droht. Was soll ich denn tun? Ich versuch doch alles. Jetzt kann er die Flanke bringen. Schuss! Ich versuch doch alles! Ich weiß, dass der im Abseits stand, deswegen sollte Hunter ja auch nicht hingehen. Ich hasse dieses Spiel. Als ob es an Hunter lag. Der hat halt keine Bälle gekriegt. Wie sollt ihr denn irgendwas machen? Noch toll, jetzt haben wir unser Spiel total versaut. Ich hasse es. Ja, komm, dann simulieren wir den Rest. Sind eh nur noch 5 Minuten. Wie ist es ausgegangen? Wieso haben wir nur 6,9 und sie ausgewechselt wurden, stand oben noch 7,1. Ach, leck mich. Da haben sie uns nachträglich noch schnell runtergehandelt. Marktwert hat sich, glaube ich, nicht erhöht. Dafür sind wir jetzt auf die 76 gekommen. 3-0. Ja, natürlich. Wir wurden ausgewechselt. Jetzt sind wir plötzlich auch kein Startelfspieler mehr. Wir wurden ausgewechselt. In den 4 Minuten, in denen wir draußen waren, hat Manchester noch ganz schnell 3 Tore geschossen, obwohl wir vorher nicht eine einzige Chance gekriegt haben. Ist sehr logisch. Ich meine, ich freue mich darüber, dass wir gewonnen haben, aber... Das ist jetzt nicht unbedingt logisch. Ich lasse die Vorbereiterpunkte nach wie vor mal weg. Deshalb sparen wir den einen Punkt, um uns dann bald hier die Volleys zu kaufen. Und dann hier unten hinzugehen. Faire Zweikämpfe. Ich will eigentlich keine fairen Zweikämpfe als Stürmer. Ich will die bei das hier haben. Beschleunigung besser. Abseitsfalle überlisten. Kopfballgenauigkeit. Schusskraft. Das sind die Dinger, die ich haben will. Aber leider kann ich nicht frei wählen. Okay. Ja, lief nicht so geil. Ich dachte, du wolltest mich anrufen. Dad. Was? Bist du ein Fan oder was? Du hast mehr von mir, als du denkst. Kann schon sein. Ich kenne dich nicht genug. Ja, das stimmt. Du warst gut heute. Sah klasse aus. Ja, Saisonvorbereitung. Du entwickelst dich zu einem Starspieler, Alex. Hör mal, ich muss los. Wir fliegen heute nach Chicago und ich mache noch Sightseeing. Was? Via Taxi? So ein Quatsch. Na komm. Komm schon. Will er jetzt nur, weil wir erfolgreich sind, oder meint das ernst? Das an. Tolle Aussicht, hä? Okay, MLS All-Stars in Chicago. Nicht leicht. Viele Topstars in der Liga. Hä? Woher willst du das wissen? Ja, weißt du, man kriegt was mit als Scout. Ich arbeite für Galaxy. Ich muss Geld verdienen. Fußball ist für mich alles. Dachte, du warst in England nach dem FA Cup-Finale. Ja, habe ich da nach neuen Spielern umgesehen. Aber ewig konnte ich da nicht bleiben, oder? Wer ist es? Ach, was
Weißt du, nichts Wichtiges. Nur ein Mädchen. Ja, Mann. Weißt du, Junge, der Schein trügt manchmal. Gewöhn dich da dran. Hast du uns ihretwegen verlassen? Alles okay bei dir? Ja, klar. Kann ich dich gleich zurückrufen? Ich bin eben deiner. Wir zahlen gerade. Dann bestellen wir wohl nichts. Was ist denn hier unten? Pokal, nächstes Spiel? Das ist, glaube ich, auch kein Major League Soccer, sondern es ist irgendein niedrigerer englischer Club, glaube ich, oder? Kann das sein? Ist jetzt auf jeden Fall gerade. Wir haben das hier wahrscheinlich nicht geschafft. Gehe ich mal ganz stark von aus. Dafür haben wir das Vorbereitungsturnier gewonnen. Ja, machen wir einfach kurz weiter. Ich weiß, der Part ist eigentlich vorbei, aber ich möchte tatsächlich weiterkommen. Und da das der letzte Part ist, den ich heute aufnehme, machen wir das Training noch und gucken, ob danach noch eine Cutscene kommt, weil ich finde das tatsächlich gerade sehr interessant. Im ersten, sage ich mal, hallo, Gentlemen, lasst uns loslegen. Journey, da gab es eben noch nicht ganz so viel an Story und das ist jetzt ja scheinbar doch ein bisschen besser geworden. Die Aggressivität ist ja bei uns gerade das Schlimmste von allem. Und die können wir jetzt ein bisschen verbessern. Und außerdem muss ich das jetzt hier quasi schon spielen. Oh Gott. Na, immerhin. Ich muss das hier spielen, sonst kommen wir ja gar nicht mehr in die Startelf. Wieso läuft Lukaku nicht durch? Der ist bislang jedes Mal durchgelaufen. Und jetzt, wo ich damit rechne, dass er durchläuft, nicht. Okay, noch 2 Sekunden, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Neuer Versuch. Wir müssen uns unbedingt zurück in die Startelf arbeiten. Das ist natürlich der leichteste. Wenn wir den ein paar Mal kriegen, dann ist das ja geschenkt, die ganze Sache hier. Warum läuft Lukaku nicht durch? Warum bleibt er jedes Mal stehen, wenn ich den Pass spiele? Okay, nächster. Und noch einer. Nein. Okay, einen haben wir noch. Wenn er den gemacht hätte. Aber das ist... Warum kann Lukaku den nicht machen? Okay, nächster Versuch. Ach, komm schon. Wie soll man denn auch... Wir müssen halt die Rea überwinden. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber eigentlich sollten wir es trotzdem hinkriegen. Oh Gott, Hunter, was ist denn falsch bei dir? Wurdest du einmal ausgewechselt und plötzlich läuft gar nichts mehr da? Was ist hier los? Ja, na also, boah, danke sehr. Exzellente Leistung. So, Flankengrundlagen. Wieso müssen wir Flanken üben? Wir sind Mittelstürmer. Mann, ja, okay, üben wir halt. Aber das wird nichts. Komm schon. Ja, der sieht besser aus. Oh Gott. Was ist denn das? Fellaini, du bist doch so kopfballstark. Warum nimmst du denn ihm den Kopf? Ich könnte so kotzen. Wow. Also mit D kommen wir auf jeden Fall nicht in die Startelf. Der ist doch gut. Und der ist drin. Nächster. Der ist gut und der ist nicht. Was ist denn falsch bei dir, Fellaini? Du bist einer der kopfballstärksten Spieler, die ich kenne. Also wenn du den nicht machst, wer denn dann bitte? Okay, sogar noch das Ziel getroffen. Jetzt haben wir noch 3 Versuche. Das wird doch jetzt klappen, oder? Oh Gott. Lukaku, warum? Warum kann Lukaku so wenig? Okay, der muss nur noch ankommen, dann reicht's schon. Und der reicht. Boah, danke sehr. Es lag jetzt nicht unbedingt an unseren Flanken, dass das so scheiße gelaufen ist hier. Aber wieder 2x A-Rang, das sollte jetzt aber für die Startelf wieder reichen. Yes. Zurück in der Startelf, meine Freunde. Damit können wir beim nächsten Mal weitermachen.
Vor allem von dir, Hunter. Sehr gut. Danke, Butler. Gibt es noch eine Story-Sequenz oder kommt direkt das nächste Spiel? Es kommt wohl noch was. Lass uns mal weitermachen. Oder nein, es sind doch die Major League All-Stars. Wusste ich's doch. Warum standen die da unten denn schon beim letzten Mal als nächstes Spiel, obwohl noch LA Galaxy anstand? Ja, wir sind für die Startelf qualifiziert. Und damit geht's im nächsten Match weiter. Aber Harold hat uns... Heute musst du in Bestform sein. In der MLS gibt es richtig gute Spieler. Harold hat uns tatsächlich... Oh, markiert oder angeschrieben. Sehr nett von dir. Geschäftsrat in Chicago, gratis Tickets für alle All-Star-Spiele gegen Manchester United bekommen. Dieser Spielzeit von großer Völker auch an dich. Gut. Aber da steht da links. Was ist unser Post? Jetzt geht's nach LA. Sehenswürdigkeiten bestaunen und Fußball spielen. Okay, das war unser eigener Post. Haben wir aus Chicago geschrieben, wenn ihr das nicht gesehen habt. Toll. Okay, jetzt aber wirklich, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann machen wir das Spiel gegen die Major League All-Stars. Und damit haben wir wohl tatsächlich nochmal Zeit, 10 Torschüsse zu machen. Mittlerweile sollten wir 2 haben. Wir müssen jetzt also 8. Toll. Also, bis dann und auf Wiedersehen.